Ich bin ein zuverlässiger Begleiter. Ich bin dein größter Helfer oder deine größte Last. Ich werde dich Guten Morgen. antreiben oder dich in den Strudel des Versagens ziehen. Ich unterstehe vollständig deinem Kommando. Die Hälfte der Sachen, die du selber tust, kannst du auch mir übergeben. Denn ich bin in der Lage, sie genauso schnell und korrekt auszuführen wie du. Ich bin leicht zu führen, du musst nur streng mit mir sein. Zeig mir genau, wie du etwas gemacht haben willst, und ich werde es nach einigen paar Lektionen automatisch für dich tun. Ich bin der Diener aller großen Persönlichkeiten, aber oh weh, aller Versager auch. Die Menschen, die Großes erreicht haben, habe ich groß gemacht. Die, die versagt haben, habe ich zu Versagern gemacht. Ich bin keine Maschine, obwohl ich mit der Präzision einer Maschine sowie mit der Intelligenz einer Maschine, eines Menschen arbeite. Du kannst mich zu deinem Wohle oder zu deinem Ruin einsetzen. Mir ist das gleich. Nimm mich, trainiere mich, sei streng mit mir, und ich werde dir die Welt zu Füßen legen. Sei nachlässig mit mir, und ich werde dich zerstören. Was meint ihr, wer spricht da? Gewohnheit, die Konsequenz. Ja. Beides, also Disziplin. beides richtig. Das Zitat also der anonyme Autor meint, das ist die Gewohnheit, aber die Gewohnheit ist das, was in der Konsequenz resultiert. Von daher sind beide Antworten richtig. Nichts, was wir tun, was wir erfolgreich tun, machen wir ab und zu. Sondern ich kenne keinen, der sich jeden zweiten Tag die Zähne putzt. Oder der sich die Zähne putzt, wenn er einen guten Tag hat und sich gerade so fühlt. Sondern ich kenne nur Leute, die sich entweder immer die Zähne putzen oder die ein echt schweres Problem mit der Körperpflege haben. Dazwischen gibt es überhaupt keine Grauzone. Irgendwer hat uns, würde ich sagen, jetzt gerade in die Küche mitgenommen und räumt darum. Sternchen 6 ist der Schlüssel zu einer friedlichen und ruhigen Telekonferenz. Ja, genau du. Du, der jetzt mit dem Handy rumgespielt hat. Ja, ich meine ich. Also, Sternchen 6, Freunde. Ja, wie gesagt, nicht aufs Handy setzen, nicht aufs Mikrofon setzen, sondern Sternchen 6 drücken. Okay, wir machen weiter. Derjenige weiß es nur noch nicht. Ja, Ja, genau, weil er nämlich auf seinem eigenen Telefon sitzt und nicht zuhört. Okay, wir machen weiter. Ich bin das gewöhnt. Ich kann auch reden, wenn neben mir ein Presslufthammer losgeht. Okay, warum stelle ich das hier voran? Weil ich ganz, ganz oft von Verkäufern höre und die glauben sich das selber und auch von anderen Menschen. Ich probiere das dann ab und zu mal mit der Kontaktskizze oder ich probiere das dann mal mit dem Eisbrecher. Also da muss man aber echt situativ sehen, ob das gerade passt. Das ist ein großer Schwachsinn und eine große Selbstlüge. Wenn du situativ probierst, dir morgens die Zähne zu putzen, dann stinkst du aus dem Mund. Wenn du probierst, einen Eisbrecher anzuwenden, dann wendest du genau die Art von Kontakt an, die du schon immer angewendet hast. Also alle Leute, die sagen, ich probiere das mal und ich guck mal, ob das gerade passt, die sagen, ich werde es nicht machen. Alles, was wir, ich kenne auch echt keinen, der erfolgreich irgendwie zweimal pro Tag zum Fitnessstudio geht. Zweimal pro Woche ins Fitnessstudio geht. Oder jede zweite Woche. Sondern ich kenne nur Leute, die gehen entweder an jedem Wochentag oder ich kenne welche, die gehen an jedem Samstag und an jedem Sonntag. Aber ich kenne keinen, der erfolgreich irgendwie mal am Montag, mal am Mittwoch, mal am Donnerstag geht. Gewohnheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Und wir reden heute über eine Art, wie man Gewohnheiten trainieren kann. Denn Gewohnheiten bestimmen, wie wir das Leben angehen. Gut, aber zunächst mal eine Runde Erfolgsgeschichten und zwar von Leuten, die bis jetzt noch nichts erzählt haben. Wer möchte anfangen? Was habt ihr mit Erfolg umgesetzt? Ja, du Knusperkläuschen, sag du ruhig mal was. Na gut, das dürfen auch andere. Ja, hier ist Angela.
Guten Morgen. Moin. Ja, ich hatte gestern zwei chinesische Damen im Geschäft. Mhm. Die Kommunikation äußerst problematisch, da die beiden auch kaum weder Deutsch noch kaum Englisch sprachen. Mhm. Und ja, dann kam dann doch der schlechten Sprache, der schlechten Kommunikation raus, dass sie natürlich klassischerweise mit dem Mann erstmal reden müssen. Ne? Mhm. Ist in China auch nicht und, anders. Bitte? Ist in China auch nicht anders. Ist in China auch nicht anders, genau. So, da habe ich gedacht, mein Gott, was machst du jetzt? Willst du einen Auftrag haben? Da ging es um eine Bibliothek, um Esstisch, Stühle und noch ein weiteres, später noch was anderes, das Wohnzimmer, eine Kommode. Ach, und noch ein Kleiderschrank, genau so. Und dann habe ich mir einfach einen Zettel genommen, einen Stift genommen, habe den ungefähr schweigend diesen Zettel hingelegt, habe gesagt, also jetzt malen Sie mal bitte auf, was genau wohin soll. Also grob haben Sie ja mir erzählt, was Sie wollten. Und gut, dann haben sie fertig gekritzelt. Und dann habe ich mir dieses Papier von denen genommen und habe das mit, habe das koloriert. Einfach mal ganz neu. Einfach, ich habe ein paar Blümchen, ein paar Bücher eingezeichnet und habe denen diese Bibliothek zurecht gemalt. Ne? Mhm. Ja, und am Ende war es so, ich habe also dann eine Bibliothek verkauft, ich habe zumindest schon mal den Esstisch verkauft, habe jetzt einen Termin für das Schlafzimmer. Und das Ganze ging so über den klassischen Eisbrecher, der mir bis dato nicht möglich war, wegen der Sprache. Mhm. Die eine der beiden Damen hatte extrem schöne Hände. Mhm. Und beim Zeichnen ist mir das natürlich aufgefallen. Und ich habe ihr dann irgendwann in der Verhandlung gesagt, hören Sie mal, das wollte ich Ihnen eben schon sagen, habe dann immer so auf ihre Hände gezeigt und habe meine daneben gelegt. Es gab ein brüllendes Lachen, weil meine Hand deutlich größer ist. Ja, das war dann der Eisbrecher und der irgendwo die Verhandlung und Mann hin oder her. Ich habe gesagt, wir Frauen, Frauenpower, bla bla bla. Das haben sie auch verstanden. Ja, und so habe ich dann den Umsatz hingekriegt. Ne? Das waren dann immerhin 5.000 Euro. Und mit dem Termin, den ich jetzt bekommen habe, zu Hause dann weiterzumachen. Ne? Also geil, es war wirklich ein Erfolgserlebnis, weil wir haben eigentlich fast gar nicht gesprochen. Ne? Schwierigste Bedingungen und trotzdem abgeschlossen. Klasse. Ja. Danke, Angela. Ja. Wer möchte als nächstes? Ja, Christian hier. Moin, Christian. Hallo. Also, ich hatte gestern ein sehr, sehr großes Erfolgserlebnis gehabt. Und zwar basierend, sag ich mal, auf einer Sache, was wir letzte Woche mit hatten. Und zwar beziehungsweise eigentlich vor 14 Tagen schon mal, wo es um das Thema ging, wenn der Kunde sich richtig bei dir wohlfühlt, ist alles andere egal. Ich versuche eigentlich, sage ich mal, schon seit längerem oder eigentlich sehr, sehr lange schon, mit den Kunden wirklich aufzuschließen, mit dem eine sehr, sehr persönliche Ebene zu bekommen und spreche manchmal, ich sag mal, 50-60% während des Verkaufsgesprächs gar nicht über das Produkt, sondern viel so ringsherum, sodass man wirklich einen guten Draht hat. Und jetzt war es so gewesen, dass ich einen sehr guten Draht vor 14 Tagen zu dem Kunden hatte und der Kunde bei mir den Küchenauftrag tätigen wollte und mir in dem Augenblick, wo wir eigentlich alles fertig machen wollen, offeriert haben, dass er eigentlich schon eine Woche zuvor eine Küche gekauft hat. Mhm. Mit Finanzierung, mit allem drum und dran, mit Anzahlung von 4.000 Euro und in dem Augenblick war bei mir natürlich der Auftrag eigentlich weg gewesen. Ich habe, ich sag mal, keinen Frust geschoben, habe die Situation erstmal neutral angenommen und habe wirklich auf dem Gefühl des Kunden letzten Endes oder auf das Gefühl des Kunden appelliert, wo er sich denn wirklich mehr aufgehoben gefühlt hat. Jedenfalls ist er, ich sag mal, mit diesem Gedanken nach Hause gegangen und ich habe am Mittwoch einen Anruf bekommen gehabt, wo es darum ging, er würde gerne den Auftrag bei uns machen, er nimmt die Stornierungskosten in Kauf bei dem anderen Möbelhaus und gestern Abend haben wir den Auftrag für fast knapp 20.000 Euro die Küche gemacht und er nimmt halt noch 2.000 Euro, sag ich mal, er konnte das runterhandeln, aber nimmt 2.000 Euro Stornogebühr bei dem anderen in Kauf, um bei uns zu kaufen. Und das hat mich wirklich, fand ich genial, war ich richtig dankbar gewesen. Und ich führe es wirklich darauf zurück, dass der Kunde sich einfach bei uns definitiv wohler gefühlt hat. Wow. Cool. Schon dem war es 2.000 Euro wert, die Beziehung, ja. Die du aufgebaut hast. Und wir waren eigentlich schon 4.000 Euro über seinem eigentlichen Limit mit den, also er hatte sich so knapp 16.000 maximal vorgestellt. Jetzt waren wir mit fast 20.000 schon 4.000 rüber und dann trotzdem noch die 2.000 Euro in Kauf. Also an beiden Geschichten sehen wir, es ist im Prinzip alles möglich, wenn wir die persönliche Basis vernünftig hinkriegen. Ne? Und wenn wir sie nicht hinkriegen, dann ist jede Menge Einwandbehandlung und jede Menge Schwierigkeiten. Klasse, danke. Gerne. Noch einer. Jo, Sebastian.
Ja, ich habe die Woche auch ein ganz witziges Erlebnis. Fing letzten Samstag an, krieg einen Anruf von einem Kunden, ja, paar Kilometer weiter, so 250, 300, sucht eine Garnitur von Bielefelder Werkstätten, ist scheinbar ja nicht großartig beraten worden. Es ging um einen bestimmten Stoff. Und bevor ich dann angefangen habe und bin erstmal auf seine Preisforderung großartig eingegangen, habe ich ihn dann am Telefon angefangen zu beraten, was ja dann, ich sag mal, in Sachen Zettel hinlegen, reinmalen lassen und so weiter doch ein bisschen schwieriger ist. War also ein wahnsinniges Gerede. So, und dann schlussendlich kam er aber wieder an und sagte, so, wie ist die Kiste jetzt mit dem Preis? Ja, gut, ich habe ihm einen Preis genannt, sagt er, den habe ich schon. Ich sage, guter Mann, jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Jetzt müssen Sie mal tief in sich reingehen und müssen überlegen, wer Ihnen von den Beratern jetzt sympathischer war. Der Kollege, wo Sie schon mal gesehen haben, oder ich? Als Nachsatz habe ich gesagt, ich kann Ihnen versprechen, ich bin ein verdammt sympathisches Kerlchen. Das haben Sie jetzt doch am Telefon auch gemerkt. Er sagt da, ist alles gut und schön, ich melde mich. Ja, Tag später rief er an und sagte, wissen Sie was, ich wollte ja eigentlich noch bei Ihnen vorbeikommen, das prüfen, ob das wirklich stimmt mit dem sympathisch, aber ich bestelle jetzt bei Ihnen, Auftrag ist durch, mal eben 6,5. Wow, klasse, Sebastian. Also ich sehe drei Sachen an den Geschichten. Sympathieaufbau geht mit Leuten, deren Sprache wir nicht sprechen, Sympathieaufbau geht übers Telefon, Sympathieaufbau kann 2.000 Euro wert sein. Also das scheint die wichtigste Sache überhaupt zu sein. Klasse. Möchte noch einer? Dann erzähle ich eine Geschichte. Auch eine Erfolgsgeschichte, ist aber schon ein paar Jahre her, zum Thema, ich muss mal meinen Mann fragen. Ich wurde dazugeholt und das war eine Frau, so Anfang, Mitte 60 mit ihrer Tochter. Und der Verkäufer holte mich und sagte, Witt, weites Gesicht, aber ich glaube auch nicht, dass du das schaffst. Die muss ihren Mann fragen. Ja, ich also dazu. Und wenn mir irgendjemand sagt, ich glaube nicht, dass du das schaffst, ich bin sogenannter Polarity Responder, dann provoziert mich das. Und wenn ich provoziert bin, dann fange ich nicht an zu diskutieren, sondern dann mache ich halt was anderes. Also ich setze mich dazu und die fängt gleich an, mir zu erzählen, ja, ich muss meinen Mann fragen. Ich habe gesagt, ja, ich habe mich verstanden. Wissen Sie, ich lebe ja auch in einer Beziehung und ich würde ja auch meine Frau fragen. Ist ja alles in Ordnung. So, und habe abgefragt, wie gefällt Ihnen denn das Sofa, was Sie da ausgesucht haben, ne, wie man das so macht. Schwiegersohn raushängen lassen, also das ist gesorgt, das ist so meine Regel. Ich mache keinen Preis, bis ich nicht das Gefühl habe, die hätten mich gerne als Schwiegersohn. So, irgendwann war die, glaube ich, echt soweit, mir die Handynummer ihrer Tochter gleich aufzuschreiben. Und dann habe ich gesagt, dann reden wir jetzt mal über das Sofa. Und dann sagte sie, ja, ich habe es Ihnen ja gleich gesagt, ich muss noch mal meinen Mann fragen, der verdient bei uns ja das Geld. Ich gesagt, also ich kann das total verstehen mit Mann fragen. Ich möchte nur das mal hinterfragen, mit wer das Geld verdient. Dann hat sie mich schon komisch angeguckt. Da habe ich mich zurückgelehnt und gesagt, trägt ihr Mann Hemden zur Arbeit? Sagte sie, ja, jeden Tag, also 5 Hemden pro Woche. Wie lang macht ihr Mann den Job denn schon, wo er Hemden trägt? Sagte er, 40 Jahre. Also er ist jetzt auch fast pensioniert. Ich gesagt, lass uns mal kurz ausrechnen. 40 Jahre, nehmen wir mal an, der hat nur 200 Tage Hemden getragen. Im Jahr ist 40 mal 200, wer hilft mir? Ist 8.000, ist 80, kann das sein? 80.000? Es waren auf jeden Fall eine höllische Menge Hemden. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, was es kostet? Und die Hemden, die haben alle Sie gewaschen und gebügelt. Sagte er, ja klar, jedes einzelne gewaschen und gebügelt. Ich sagte, wissen Sie, was es kostet, ein Hemd wegzubringen zum Waschen und Bügeln? Sagte er, ich habe keine Ahnung, da kann ich Ihnen helfen. Ich bringe meine nämlich weg. Das kostet mal mindestens 2,50. So, dann kam da raus irgendwie ein Betrag im hohen fünfstelligen Bereich. Habe ich gesagt, und dann habe ich aufgeschrieben, auf den Zettel, richtig fett. Es waren irgendwie 50 oder 60.000 Euro. Habe ich als nächstes gefragt, und jetzt nur mal Interesse halber, Sie haben ja hier eine Tochter, haben Sie sonst noch Kinder? Ja, noch zwei. Haben Sie für die gekocht?
Ich habe die ganze Zeit gekocht. Zweimal warm, nicht? Weil mein Mann will ja abends auch warm essen. Oder wissen Sie, was es kostet, rauszugehen mit der Familie? Dachte die, nee, weiß ich nicht. Also ja, doch so, 30, 40 Euro. Ich gesagt, ja, kann ich Ihnen helfen. Ich esse meistens in Restaurants. Habe ich aufgeschrieben, für wie viel Euro sie Essen gemacht hat. Und dann waren wir bei einer Zahl, die war sechsstellig. Irgendwie 150.000 Euro oder so. Ich habe die addiert. Und ich bin Waldorfschüler, da brauche ich relativ viel Zeit. Das ist auch gut, da können die anderen mitrechnen. Wie gesagt, so, Sie haben hier für Ihre Familie knapp eine 250.000 Euro an Werten geschaffen. Und ob Sie Ihren Mann fragen oder nicht, das ist völlig Ihnen überlassen. Aber meinen Sie, ist es wirklich so, dass Ihr Mann das ganze Geld verdient hat? Und in dem Moment sagte die, wissen Sie, das ist auch eigentlich Quatsch, ich musste noch gar nicht fragen. In Geschmackssachen entscheide sowieso ich. Und wir haben das Geld und wir machen das jetzt. Und er freut sich bestimmt, wenn er nach Hause kommt von seinem Montageauftrag. Und dann haben wir das. Und dann machen wir das. Also auch da ging es nur darum, der Frau ein gutes Gefühl zu verschaffen. Solange die natürlich denkt, ihr Mann verdient das ganze Geld. Und sie ist ein armes Schwein und sie ist eigentlich überhaupt nichts wert, weil sie kein Geld verdient. Kauft die auch nicht, weil sie nicht das Selbstbewusstsein dazu hat. Gut, also das fiel mir ein zum Thema mit den zwei Chinesinnen. Da hätte es die Nummer natürlich nicht bringen können, wegen der Sprachbarriere. Aber gut, was liegt heute an? Fazit des ersten Monats. Also ich höre gerne noch, und vielleicht hängen wir das beim Thema Anzeigetafeln kurz auf, um ein bisschen fragen, was hat diesen Monat richtig gut funktioniert bei euch und wie liegt ihr im Rennen? Dann gucken wir nochmal über eine Anzeigetafel, die ich bekommen habe. Und wenn ich ein paar nicht jetzt gezeigt habe, die ich bekommen habe, dann entschuldige ich mich im Voraus. Und dann sprechen wir über drei kleine Gewohnheiten, die Systematik, die nach meiner Erfahrung mit am besten funktioniert, um systematisch sein Leben erfolgreicher zu machen. Okay. Aber erstmal die Erfahrung des ersten Monats, und da habe ich jetzt das falsche Bild drin. Ich wollte eigentlich nicht die Herausforderung haben, sondern eure Highlights. Also, was habt ihr erreicht? Wer liegt gut auf Kurs und mit welchen Verhaltensweisen habt ihr das gemacht? Vielleicht so echt kurze Beiträge, 30 Sekunden. Wer möchte starten? Schieß los. Ja, hallo, hier ist die Bettina. Bettina. Fazit des ersten Monats ist bei mir jetzt nicht in Zahlen zu rechnen, weil es nicht so prickelnd gelaufen ist, was Umsatz angeht. Aber die Kontakte und die Gespräche im Hinblick auf künftige Abschlüsse werden deutlich besser. Okay. Also es ist wirklich dieses, der Kunde fühlt sich wohler, ist aufgeschlossener. Bei uns ist es, wir arbeiten sehr viel mit Wiederkommern. Das ist jetzt anders wie in der Stadt, wo ich sagen muss, ich muss heute den Abschluss machen, weil der Kunde kommt heute nicht wieder. Unser Kunde kommt teilweise schon seit 40 Jahren ins Haus. Da habe ich diesen Druck nicht so, aber ich kann mittlerweile qualitativ deutlich wertiger arbeiten. Ja. Ich hole auch mehr aus den Aufträgen raus. Klasse. Und hast auch mehr Zeit für Vertrauensaufbau, ne? Ja. Klasse. Danke, Beate. Wer oder die vielleicht nächste? Angelika. Ja. Angelika. Also ich habe ja am 20. irgendwo meine Witztafel gemacht und habe dann auch gesehen, 38.000 Euro Umsatz bis zum 20. Fitte. Vorjahr 64.000, also das wird richtig eng. Für 8% plus. Wir hatten dann nochmal am Sonntag einen verkaufsoffenen Sonntag und die Frequenz war mager die Woche vorher. Und auch der Umsatz entsprechend die ganze Woche vorher schon. So. Und der Sonntag war die Chance, Gas zu geben, was geglückt ist. Also es waren am Sonntag drei Beratungen,
drei Gespräche, drei Aufträge und Quintessenz mit Nacharbeit aus dem Sonntag 12,87% im April plus. Wow. Cool. Also damit hättest du am 20. dir nicht, dir nicht träumen lassen, ne? Genau. Klasse. Und das, was da funktioniert, ist in dem Moment, wo man sich das aufmalt und aufgemalt anguckt, das setzt Kräfte in Gang. Ich habe ja meine Anzeigetafel auch gepostet irgendwie vor 10 Tagen und mir gedacht, ach du Schande, Thomas, also diesmal kriegst du es nicht wieder gedreht. Meine Schlüsselkennzahl ist die Anzahl der Besucher. Und siehe da, irgendwie, ich habe da ein bisschen angefangen zu rödeln und siehe da, ich habe es doch irgendwie gedreht gekriegt. Man muss sich die Situation nur klar vor Augen führen. Klasse, danke. Der Nächste. Ja, Sebastian. Beate hier. Oder? Hallo. Sorry, Ladies first und dann Sebastian. Ja, klar. Also Beate hier. Meine Anzeigentafel hattest du gerade auch schon mal. Bei mir geht es genauso wie bei der Bettina. Ich muss eben aus den Kontakten das Beste rausholen, weil es eben anders nicht geht bei uns. Ich muss ja nach so einem System arbeiten. Wenn ich dran bin an dem Tag, kann ich das Beste draus machen. Wenn ich nicht dran bin, dann brauche ich auch keinen Kunden anzusprechen, weil ich dann eben keine Chance habe. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe eine andere Ansprache gewählt und ich merke, dass ich damit sehr viel weiterkomme, dass also aus den Kontakten viel mehr Gespräche werden, intensivere Gespräche und das auch öfter zum Abschluss führt. Mhm. Klasse. Und euer Kommunikationssystem, ja, da arbeiten wir dran. So, jetzt Sebastian. Okay, also ich hab mir jetzt keine händische Anzeigentafel geschaffen. Ich führe ja eigentlich schon seit ziemlich langer Zeit für mich selber in Excel eine Liste und hau mir das ganze Ding dann eben rüber in diese Visualisierung übers Anklicken der Zeilen. Mhm. Darüber hole ich mir eigentlich dann auch täglich das Ganze vor die Nase und sehe dann die Veränderung. Und jedes Mal, wenn der Umsatz steigt, steigt auch die Laune. Und dadurch geht es dann auch wesentlich einfacher. Ne? Ja, klasse. Ein Trick, den wir hier versuchen zu machen, ist, indem wir uns auch die Zahlen angucken, die Scheinwerferaktivitäten, dass wir unsere Laune auch managen können, weil wir wissen, wir haben unseren Job gemacht und die Basis gelegt, wenn wir bestimmte Scheinwerferaktivitäten gesteuert haben. Ne? Mit denen ich ihre Statistiken analysiert habe, ich habe immer mit ihnen ausgerechnet, wie viel Euro machst du eigentlich pro Kontakt, wie viel Euro machst du pro Gespräch, um dann auch sehen zu können, alles klar, ich habe zwar vielleicht heute gerade nichts verkauft, wir unterliegen ja alle wilden Schwankungen, die nicht komplett von uns abhängen. Aber ich hab anbedient. Hast du in deiner Systematik auch Scheinwerferaktivitäten drin? Also misst du Kontakte, Gespräche? Kontakte, Gespräche habe ich jetzt separat mit aufgeführt. Nur das Ding kriege ich ausgerechnet nicht sauber in eine Tabelle rein. Okay. Da wäre ich dann ganz froh, wenn wir dann tatsächlich das Gespräch nochmal hinkriegen würden. Wenn du mir das mal schickst, dann gucke ich mal drüber. Ja, schiebe ich dir per Mail eben rüber und dann. Genau, klasse. Super. Super, danke Sebastian. Noch einer. Oder eine. Gut, also mein Bericht ist, ich hatte ja irgendwann gepostet, ich brauche zwei Verkaufsgespräche. Ich nenne die Verkaufspotenzialanalysen. Ich wollte 3.000 Besucher und ihr seht, ich weiß nicht, wie viele Kontakte ich mir vorgenommen habe. Ich glaube, es waren 50. Und daran sieht man schon, warum das nicht hingehauen hat. Ne? Also ich habe meine 3.000 Webseitenbesucher erreicht. Ich habe zwei Gespräche geführt und die waren auch sehr gut. Also ich habe meine Ziele erreicht. Ich möchte euch von dem einen Gespräch erzählen. Das war ein bisschen Einwandbehandlung. Denn Einwände kann man auch behandeln, bevor sie auftauchen. Ich habe dann den Preis gesagt, so und so ist das. Und ich habe gleich gesagt, und Sie können das gute Gefühl haben, dass jedes andere Unternehmen, was diese Leistung
bei uns bucht und buchen wird, genau den gleichen Preis zahlt. Das heißt, sie zahlen genau den gleichen Preis wie die Firma Weco, wie die Firma Dodenhof, wie die Firma Braun Möbel Center, die auch mit uns arbeiten. So, und das sind ja jetzt keine Kleinen und Kleine, keine Doofen. Da entspannte der sich sichtlich und sagte, ja, genau da hätte ich ja sonst nachgefragt. Da habe ich gesagt, ne, sehen Sie, deswegen sage ich es ja. Also nein, das habe ich nicht gesagt, das habe ich gedacht. Das war schon mal gut. Dann sagte irgendwann sein Bruder, ja, aber was ist denn mit Rabatt? Und dafür habe ich einen Standardspruch, da sage ich immer das Gleiche. Rabat ist eine Stadt in Marokko und ich habe von einem marokkanischen Freund gehört, es ist noch nicht mal die schönste. Also warum sollten wir darüber sprechen? Haben die beiden anderen gelacht und war Schluss. Dann fragte der, wir machen immer 12-Monats-Programme, das Durchsetzungsprogramm. Da sagte er, was ist denn, also wenn wir da aussteigen wollen, gibt es da irgendein Ausstiegsszenario aus dem Vertrag? Habe ich gesagt, das hat mich noch keiner gefragt. Er hat gesagt, echt nicht? Ich habe gesagt, nee. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Und er hat mich dann auch nicht wieder gefragt. Ne? Also, wenn man weiß, was man will, kriegt man es mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit, als wenn man es nicht weiß, was man will. Gut, also mein Fazit des ersten Monats von diesem Club ist, es gibt mir wahnsinnig viel Kraft, wahnsinnig viel gute Laune und wahnsinnig viel Motivation. Wesentlich mehr Kraft, als ich da reinstecke. Also es ist das beste Projekt, was ich jemals, oder sagen wir mal, was ich in den letzten 10 Jahren so angestoßen habe. Macht mir einen irren Spaß. Wenn ich die Anzeigetafeln sehe, wenn ich sehe, was ihr da auf Google Plus postet, wie ihr JoinMe benutzt, mit welcher Akribie, und die Leute, die das System am systematischsten benutzen und sich am meisten austauschen mit den anderen, sind gleichzeitig die erfolgreichsten. Ne? Wir machen diese ganzen Werkzeuge nicht einfach, um die zu machen, sondern weil sie erfolgreich machen. Also das ist mein Fazit des ersten Monats. Prima. Ich möchte nochmal vielleicht klären, was das ursprüngliche, die Ansage des 100%-Clubs war. Die Ansage ist, den durchschnittlichen Monatsumsatz in einem Jahr zu verdoppeln. Das heißt, nicht jeden, also sofort ab jetzt jeden Monat das Doppelte zu schreiben. Wenn es passiert, ist das in Ordnung, aber das wäre eine Sache, die, sagen wir mal, sehr ambitioniert wäre, sondern es reicht völlig, jeden Monat 8,5, 9, 10% draufzulegen. Dann habt ihr nach 12 Monaten sauber den Durchschnittsumsatz verdoppelt. Dann habt ihr nicht in 2015 den doppelten Umsatz, aber ihr habt einen Prozess, wie ihr dann ab da den doppelten Monatsumsatz macht und könnt natürlich in 2016, 2017 A, wieder den doppelten Umsatz schreiben und B, weiterhin den Prozess anwenden, um mehr zu schreiben. Denn es gibt keine natürlichen Grenzen, warum man nicht mehr als 200.000 schreiben kann im Möbelhandel oder mehr als 300.000. Diese Grenzen existieren nur im Kopf. Ihr kennt die Geschichte, Live hat die erzählt. Nicht? Es galt lange Zeit als völlig unmöglich, die Meile unter 4 Minuten zu laufen. Und dann ist irgendwann Roger Bannister die Meile unter 4 Minuten gelaufen. Und ein Jahr danach sind noch, ich glaube, 16 weitere Leute sind auch die Meile unter 4 Minuten gelaufen. Diese ganzen Limitierungen finden nur im Kopf statt. Und mittlerweile laufen gute College-Läufer in den USA unter 4 Minuten. Also erreicht eure Ziele systematisch. Seid nicht frustriert, wenn ihr nicht im April den doppelten Umsatz habt, wie im April 2000 des letzten Jahres. Denn das war nie geplant, sondern unsere Art, uns zu verbessern, ist langsam und stetig. Und eine Verhaltensweise nach der anderen. Und einen Monat nach dem anderen. Es gibt diese Fabel von der Hase und dem Igel. Wir sind der Igel. Und wir sind immer schon da. Gut, 3 kleine Gewohnheiten. Wer hat den Artikel gelesen und möchte uns mal kurz erzählen, was ihn da beeindruckt hat, wie das Thema funktioniert? Thomas, da hätte ich einen Einwand. Ich habe versucht, das gestern zu suchen und zu finden. Sorry.
Und du hast es nicht gefunden. Konnte die Aufgabe nicht finden. Könnten wir, wenn du uns zu diesen Aufgaben in den ganzen Mails, es ist da immer Thomas Witt, und aber können wir irgendeinen Betreff oder ein Stichwort, wo wir einfach leichter auf dem ersten Blick, wenn du den Selektor aufmachst, dass du schon siehst, okay, das ist zu dem Thema oder zu dem Thema. Also mir wird das unwahrscheinlich helfen, weil ich muss jedes Mail aufmachen, habe dann alles, was du zusätzlich postest. Also ich habe gestern wohl bestimmt eine Stunde davor gesessen, habe alles Mögliche von dir gelesen, aber dazu nicht das Richtige gefunden. Das ist auch schön, dass du die Mail war auch leer, die du geschickt hast. Also ich habe auch nichts gekriegt. Das tut mir leid. Es kam schon einer an, aber ohne Inhalt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Also die Schuld ist meine. Und wir besprechen das einfach jetzt nochmal, wie das Thema funktioniert. Und dann schicke ich den Artikel nochmal. Wenn ihr googelt, drei kleine Gewohnheiten und Thomas Witt, dann findet ihr den auch. Also E-Mails, die ich wirklich schicke und nicht irgendein System, da steht in der Betreffzeile in Klammern 100 PC, in eckigen Klammern. So, und die Dinger, das sind die, also davon kommen gar nicht so viele, denn Sachen, wo ich meine, guckt euch das mal bei Gelegenheit an, ist ganz interessant, die poste ich auf Google Plus. Also auf Google Plus könnt ihr sicher sein, da sind Sachen wie Thomas hat Sprechstunde oder Thomas hat wieder was Interessantes gefunden. Ansagen, die, wo ich meine, so, das ist jetzt der nächste Schritt, oder Achtung, Telekonferenz, die schicke ich per E-Mail. Also, Angelika oder wer das war, ich schicke gleich die E-Mail nochmal raus und entschuldige mich. Und in solchen Sachen greift einfach zügig zum Telefon. Das funktioniert bei mir am besten. Oder WhatsApp, Jürgen ist da ganz groß. Einfach schnell eine WhatsApp zu schreiben, Thomas, welches Buch meinst du eigentlich? Und dann kann er natürlich direkt weitermachen. Gut, super. Also dann erzähle ich was zum Thema drei kleine Gewohnheiten. Es sei denn, jemand hat das gefunden. Es gab einige Leute, die den Artikel kommentiert haben, deswegen weiß ich, dass ihn einige gefunden haben. Ist es so, Verhalten verändert sich nicht einfach so dauerhaft. Das heißt, es gibt eigentlich drei Wege, sein Verhalten zu verändern, oder drei Arten, wann das passiert. Die erste ist eine Erleuchtung. Wenn Menschen eine Erleuchtung haben, dann verändern sie ihr Verhalten. Ja, da gibt es große Beispiele. Der Buddha, dem ist irgendwann, saß der unterm Baum, dann ist ihm eine Idee gekommen und dann hat er sein Leben radikal verändert und eine Religion gegründet, Johanna von Orléans, das war ein Teenager und mit einem Mal hat die angefangen, Krieg zu führen, weil sie eine Erleuchtung hatte. So, also das funktioniert, wenn du eine Erleuchtung hast, wird immer wieder berichtet, verändern Menschen danach ihr Verhalten. Das Problem mit den Erleuchtungen ist, die passieren nicht besonders oft und vor allen Dingen nicht steuerbar. Und der Grund, warum wir noch immer von Johanna von Orléans erzählen, die auch schon ein paar hundert Jahre tot ist, ist, dass es gar nicht so viele Erleuchtungen gibt. Und Buddha ist auch schon 2000 Jahre her. Das heißt, Menschen, die darauf warten, bis sie eine Erleuchtung haben, einige sagen, ja, wenn das und das, also wenn ich endlich weiß, was ich mit meinem Leben anfangen soll, dann scheppere ich los. Dann frage ich, welchen Prozess hast du denn, um rauszukriegen, was du mit deinem Leben machen sollst? Ja, wenn ich es weiß, dann werde ich es wissen. Das sind sehr, sehr riskante Strategien, meiner Meinung nach, mit denen man sein Leben komplett aufschiebt. Also Erleuchtung ist eine Nummer, die kann funktionieren, ich würde aber nicht drauf warten. Ich persönlich hatte 47 Jahre lang noch keine. Was auch sehr gut funktioniert, ist, die Umgebung zu verändern. Nicole hat das jetzt gerade probiert. Und Nicole sagt, ich verändere jetzt meine Umgebung und ich bin sicher, ihr Verkaufsverhalten wird sich radikal verändern. Warum? Weil es muss. Also wenn du deine Umgebung veränderst, veränderst du automatisch dein Verhalten. Und das ist eine Sache, die tatsächlich funktioniert und die man steuern kann. Und man kann systematisch seine Umgebung so verändern, dass es einfacher wird, die Sachen zu tun, die man tun will. Der Trick mit den 10 Büroklammern ist auch eine Veränderung der Umgebung. Denn wir mit einem Mal haben wir 10 Büroklammern.
die wir umschichten müssen, jedes Mal, wenn wir eine Scheinwerferaktivität gemacht haben, wir es vorgenommen haben. Und das war vorher nicht da und das verändert Verhalten. Oder Hans-Dieter sagte, das blaue Band, das hilft mir. Das ist eine Veränderung der Umgebung. Denn vorher hatte er kein blaues Band, was ihn daran erinnert hat, wie er über die Situation nachdenken will. Und deswegen verändert tatsächlich das Verhalten. Also Veränderung der Umgebung funktioniert und darüber können wir uns selber steuern. Einige machen das natürlich nur von außen gesteuert und sagen, ja, die Umgebung, also die Umwelt ist schwieriger geworden. Ja, die Umwelt wird immer schwieriger und unsere Aufgabe ist es, die Umwelt so zu gestalten, dass wir damit besser umgehen können. Die dritte Art ist kleine Babyschritte in die richtige Richtung. Und mit kleine Schritte meine ich wirklich, wirklich, wirklich kleine. Ja, mein Freund Leif und ich, wir haben uns immer wieder sehr, sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Irgendwie, wir machen jetzt mal so ein Programm auf so einer iPhone-App in 100 Tagen zu 100 Liegestützen. Oh, super. Oh, Leif, ja, das machen wir. Und dann die ersten 2-3 Wochen haben wir uns jeden Morgen da die Erfolgsstatistik hin und her gemailt und super. Und wir haben bestimmt 3 oder 4 Anläufe genommen. Und das war auch gut. Und wir haben deswegen bestimmt eine bessere Haltung und einen besseren Oberkörper. Aber wir haben nie 100 Liegestützen geschafft. Warum? Weil die Schritte zu groß waren. Irgendwann sagt das Unterbewusstsein, boah, jetzt irgendwie 6 Sets von Liegestützen, das tut richtig weh, das dauert eine Viertelstunde. Chef, das machen wir jetzt nicht. Und dann wird es ausgebremst. Seitdem hat Leif die Regel, er berührt jeden Tag einmal gleichzeitig mit den Händen und mit den Füßen den Boden. Also die Grundstellung vom Liegestütz. Ob er dann einmal runtergeht, ist optional. Aber die Regel ist, einmal den Boden mit allen Vieren zu berühren. Seit er diese Regel gemacht hat, hat er jeden Tag Liegestützen gemacht. Und jeden Tag Liegestützen zu machen, ist wesentlich, wesentlich wertvoller für die Gesundheit und für die Sportlichkeit, als es irgendwie einmal zu schaffen, auf 100 zu kommen. Also Babyschritte in die richtige Richtung, das ist das, funktioniert. Was ist eine kleine Aktion? Man muss sie mindestens einmal pro Tag ausführen und ausführen können. Schrägstrich einmal pro Arbeitstag. Wir haben verschiedene Umweltauslöser. Es gibt Arbeitstage, es gibt Sonntage und Feiertage, an denen wir nicht arbeiten. Also es muss mindestens einmal pro Tag ausführbar sein und auch ausgeführt werden. Es muss weniger als 30 Sekunden in Anspruch nehmen. Das ist schon eine relativ harte Regel. Ne? Es muss wenig Anstrengung erfordern. Das heißt, das Unterbewusstsein darf dazu nicht sagen, oh Gott, das ist jetzt aber eklig. Meine Regel ist, ich habe so Kettlebells, das sind Hanteln. Und die Regel habe ich auch von Live geerbt, nicht jeden Tag 100 Swings damit zu machen, wie vorher meine Regel war, sondern er sagt, ich hebe die jeden Tag einmal hoch. Einmal hochheben, da sagt mein Unterbewusstsein, das kannst du. Das Ding ist zwar schwer, aber das ist kein Problem. Zu 100 Swings sagt mein Unterbewusstsein, das wird wehtun, das dauert mindestens 10 Minuten. Und manchmal sagt das Unterbewusstsein natürlich, das mache ich jetzt nicht. Seitdem ich Lives Regel angenommen habe, ich hebe das Ding mindestens einmal hoch, bin ich, wenn ich zu Hause bin, zumindest auf 100%. Weitere Anwendungsbeispiele. Ich hatte einen Prokuristen im Coaching und der hatte sich vorgenommen, jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, dann geht er joggen. Der hatte Sport studiert und das war eigentlich ein topsportlicher Typ und mittlerweile hatte er Rücken und alles Mögliche und fühlte sich blöd. Und einen Monat später frage ich, und Thomas, der ist auch Thomas, hast du gemacht? Ich sagte, nee, habe ich nicht gemacht. Dann habe ich mit ihm ausgemacht, du nimmst dir nicht mehr vor, jeden Abend, wenn du von der Arbeit kommst, zu joggen, sondern du nimmst dir nur vor, dir deine Joggingklamotten anzuziehen. Danach kannst du dich zu deiner Frau aufs Sofa setzen.
Er hat gesagt, ja, aber dann macht die sich total über mich lustig. Ich habe gesagt, ja, damit musst du umgehen, oder? Du bist ja schon länger verheiratet, bist du doch gewöhnt. Beim nächsten Mal hat er mir berichtet, es war nicht in 100% der Fälle gelaufen, aber er hat sich in 100% der Fälle den Trainingsanzug angezogen. Ein Hausleiter, der hat sich vorgenommen, mittags nicht durchzuarbeiten, sondern einmal rauszugehen und ums Haus zu gehen. Es dauert ja nicht lang, nicht? So groß war das Möbelhaus nicht. Es hat er einen Monat lang nicht geschafft. Jeden Tag war was anderes wichtig. Irgendwann habe ich gesagt, so, Sie nehmen sich mal jetzt was Neues vor. Wenn Ihre Sekretärin zum Essen geht, dann stehen Sie auf und holen sich Ihre Jacke und ziehen die an. Ja, einfach nur Jacke holen und anziehen? Ja, schaffen Sie es jeden Tag? Er hat gesagt, das schaffe ich locker jeden Tag. Im Endeffekt ist er dann in 90% der Tage tatsächlich mittags rausgegangen. Warum? Weil, wenn der erste Schritt gemacht ist, wenn man die Kettlebell erstmal in der Hand hat, schwingt man die auch ein bisschen durch die Gegend. Wenn man die Jacke schon mal angezogen hat, geht man auch raus. Wenn man den Trainingsanzug anhat, geht man auch laufen. Aber was passiert, wenn man sich den Trainingsanzug anzieht und dann doch nicht laufen geht? Was sagt das Unterbewusstsein dazu? Das macht einem ein verdammt schlechtes Gewissen. Weitere Gedanken. Also dir wird es ein schlechtes Gewissen machen. Du hast einen Trainingsanzug angezogen, wie du gesagt hast, aber bist nicht rausgegangen. Jo. Also ich hatte den Fall vorgestern, da fühlte ich mich total hundsmiserabel, hatte irgendwie Bauchschmerzen und Kopfschmerzen und war auch morgens nicht zum 6-Uhr-Club aufgestanden. Und dann stand aber auf meiner Liste, einmal die Kettlebell hochheben. Habe ich mir gedacht, ey, das ist mal eine Sache, die heute geht. 6-Uhr-Club hast du nicht geschafft, Krafttraining hast du nicht geschafft. Du gehst jetzt in den Hof, nimmst dir den Butcher und hebst den einmal hoch. Bin ich hingegangen, habe die hochgehoben. Ich habe mit den Kopfschmerzen aber noch nicht mal versucht, die durch die Gegend zu schwingen. Ich habe die einmal hochgehoben, ich habe die wieder hingestellt und bin arbeiten gegangen und ich habe mich besser gefühlt. Denn ich hatte das gemacht, was ich gesagt hatte, dass ich machen würde, nämlich das Drecksding einmal hochzuheben mindestens. Klar ist der Gesundheitseffekt äußerst überschaulich von einmal hochheben, aber darauf kam es mir in dem Moment gar nicht an. Ich hatte echt größere Sorgen. Also es gibt Leute, die treiben sich sehr, sehr durch Schmerz und schlechtes Gewissen an. Das kann man machen, hat aber Folgekosten. Ich persönlich bin einer, ich setze mir lieber sehr, sehr kleine Ziele und motiviere mich dadurch, dass ich diese kleinen Ziele erreicht habe. Zum Beispiel einmal die Kettlebell angehoben oder einmal mit allen Vieren den Boden berührt, statt einem Liegestützen gemacht. Geht auch. Also das ist eine kleine Gewohnheit. Es muss mindestens einmal pro Tag ausführbar sein, weniger als 30 Sekunden in Anspruch nehmen, wenig Anstrengung erfordern. Dann muss sie einen Auslöser haben, nachdem ich und dann das mache, was ich sowieso regelmäßig mache, mache ich diese neue Gewohnheit. Als ich das Thema gelesen habe, habe ich mir definiert, jedes Mal, wenn ich auf Toilette war, mache ich 10 Liegestützen, wenn der Boden sauber ist. Wenn nicht, mache ich 10 Kniebeugen. Auf Toilette gehe ich immer und oft, weil ich sehr, sehr viel Wasser trinke. Also habe ich einen klaren Auslöser. Toilette, Liegestützen, Toilette, Kniebeugen. Ich habe nicht mitgezählt, aber ich habe unzählige, bestimmt Tausende von Liegestützen seitdem gemacht. Weil der Auslöser klar ist, es dauert unter 30 Sekunden. Es erfordert jetzt, sagen wir mal, keine übermäßige Anstrengung für mich. Und damit ist das, damit läuft das. Jetzt will ich nochmal die Präsentation. 3 kleine Gewohnheiten. So, einen klaren Auslöser. Also, nachdem dies und dies passiert ist, was ich sowieso mache, mache ich das und das. Ich habe noch eins, wenn ich meinen ersten Kaffee trinke, dann lade ich alle meine Kontoauszüge in
die iControl App runter. Auch das dauert unter 30 Sekunden, kostet relativ wenig Aufwand. Der Auslöser ist klar, ich trinke jeden Tag Kaffee, es sei denn, mein Leben ist wirklich außer Balance. Und von daher klappt das hervorragend. Gut, jetzt lass uns, was ich jetzt gerne noch mit euch besprechen würde, ist ein bisschen Brainstorming. Welche kleinen Gewohnheiten könnt ihr denn und vielleicht in der Arbeit oder auch privat euch jetzt für die nächste Woche vornehmen und die innerhalb von einer Woche auf Autopilot kriegen? Was fällt euch da ein? Moin. Also Beate hier. Schieß los. Ich hatte das gefunden, also ich hatte es auch schon gelesen und habe mir da auch schon Notizen zugemacht. Also nachdem ich morgens aufstehe, fasse ich den Wasserhahn an, weil ich jeden Morgen ein Glas mit Zitrone trinken muss, also ein Glas Wasser mit Zitrone trinken muss. Klasse, super. Und abends stecke ich den Stecker von meinem Crosstrainer in die Steckdose, damit ich dann auch eine halbe Stunde da drauf gehe. Und der leuchtet ziemlich rot, diese Computeranzeige. Also ich denke mal, das mache ich dann auch. Okay, super. Beim ersten ist der Auslöser völlig klar. Nachdem ich aufgestanden bin, gehe ich in die Küche und fasse den Wasserhahn an. Mhm. Das wird funktionieren. Beim zweiten ist der Auslöser abends, stecke ich den Crosstrainer ein. Der ist mir noch zu schwammig. Ja, abends ist je nachdem eine Stunde, zwei, drei. Ja, gut. Ich könnte auch sagen, nachdem ich zur Haustür reinkomme, stecke ich den Stecker in die Steckdose. Das ist eine runde Sache. Super. Klappt. Danke, Beate. Du wirst viel Zitronenwasser trinken und viel Crosstraining machen. Genau. Mehr als vorher. Der nächste. Mit Sicherheit. Wer möchte als nächstes? Also auch wer ihn nicht gelesen hat, das Gute an dieser Systematik ist, sie ist echt überschaubar und einfach zu verstehen. Also ihr habt bestimmt ein paar Ideen, was ihr da für neue kleine Gewohnheiten einbringen könnt. Also ich habe, Sebastian hier, ich habe über die ganze Sache mal mit nachgedacht, habe aber so den ein oder anderen Knackpunkt, der mich da stocken lässt. Also ich habe mir vorgenommen, jeden Tag neue Artikel bei uns auf der Homepage hochzuladen, Produktfotos und so weiter. Hab mir gesagt, wenn du morgens die Post bearbeitet hast, gehst du da dran. Nur, das ist ja auch wieder so eine schwammige Definition. Ich fange 7:45 morgens an, die Post ist mal um 9 Uhr vom Tisch, mal hast du so viel da liegen, dass du erst um 10 Uhr von dem Ding wegkommst. Und dadurch ist das sehr, sehr häufig ins Stocken geraten. Sebastian, wie lange dauert es dich, einen Artikel hochzuladen? Mehr als 30 Sekunden, oder? Ja, wir haben DSL Lite. Von daher, also ich glaube aber, dass das ist ein Projekt, wo dein Unterbewusstsein sagt, das dauert jetzt richtig. Denn so, was kannst du dir vornehmen? Der erste kleine Vorschritt, praktisch, Beate hat ja auch nicht gesagt, sie geht auf den Stepper, sondern sie hat gesagt, sie stöpselt das Ding ein. Also was also kannst ich, du machen? Dann gehe ich ins System. Okay, gehst ins System. Super. Also meine Regel ist auch, also Kontoauszüge runterladen dauert tatsächlich unter 30 Sekunden, deswegen geht das. Aber beim Thema Coach Me, da sage ich, ich gehe einfach jeden Tag rein. Ich hake, und das muss ich mir jetzt wieder, das fällt mir gerade auf, das muss ich ankern, auch wieder mit Kaffee trinken. Denn das habe ich total schleifen lassen. Warum? Weil der Anker fehlte. Wenn ich in CoachMe alle meine Ziele durchklicke, dann wird mir übel, wenn ich nicht den richtigen Drive habe. Aber einfach nur reingehen, das schaffe ich. Also haben wir beide den gleichen Fehler gemacht, nämlich die Sache zu groß definiert. Du gehst einfach ins System. Post fertig ist, gehst ins System. Übrigens, alles, was wirklich wichtig ist, sollte man als erstes tun. Das hat mir mein Schwager mal gesagt, als ich ihm gesagt habe, also es war in der Zeit, bevor ich jeden Morgen gejoggt bin, ja, manchmal komme ich einfach nicht zum Joggen. Hat er gesagt, du kommst auch manchmal nicht zum Duschen. Ich gesagt, Thorsten, duschen kriege ich eigentlich immer hin. Warum? Weil du es als erstes machst.
Und das, also ich würde alles, was wirklich wichtig ist, das hat mit dem Thema nichts zu tun, würde ich machen, bevor das Hauptgeschäft und der Wirbelsturm losgeht. Aber das nur so am Rande. Gut, eine weitere kleine Gewohnheit. Also Sebastian, fast jedes Mal, wenn er die Post gemacht hat, der letzte Brief in der Mülltonne verschwunden ist, sein System an und macht auf. Der nächste. Tatjana. Geht's los. Mein Gedanke dazu ist, weil für mich ist das jetzt hier frisch, weil ich es nicht gefunden habe. Ich habe immer so viele Nebenarbeiten, Vor- und Nachspiel bezüglich Kundengesprächen. Und mir schwirrt gerade im Kopf rum, wenn ich einen Kunden sehe, werde ich, egal was ich tue, es unterbrechen. Und sei es nur für 30 Sekunden. Okay, super. Wenn du einen Kunden siehst, das ist ein klarer Auslöser. Wie sieht das Unterbrechen aus? Also wirst du aufstehen oder? Ja, ich stehe auf. Okay, super. Du kannst auch zum Beispiel dann eine dieser Karten rausnehmen, was auch immer die hilfreichste ist, und kurz drauf gucken. Das war gestern bei einem Coaching-Gespräch. Wenn ich einen Kunden sehe, dann gucke ich erstmal auf die Karte oder auf meine Eisbrecher, die ich mir zurechtgelegt habe. Und dauert unter 30 Sekunden. Denn wenn derjenige sich vornimmt, dann probiere ich meinen neuen Eisbrecher. Da könnte das Unterbewusstsein sagen, Alter, das ist gefährlich. Wenn aber die Ansage ist, ich lese einfach nur nochmal schnell meine Stichpunkte meiner Eisbrecher nach, das haut hin. Also, wenn du einen Kunden siehst, stehe ich auf. Das wird was verändern. Übrigens, im Rest des Möbelhandels ist das nicht so. Im Rest des Möbelhandels ist Erdmännchengruß angesagt. Wenn ich einen Kunden sehe und ich bin bei Nebentätigkeiten, dann vergrabe ich schnell mein Gesicht in meinen Papieren. Also, super Sache, Tatjana. Klare Auslöser, klare Aktion. Erinnert mich gerade an meinen Besuch auf der Zahl vor 2 Tagen. Erdmännchen. Ja, danke. Da bist du irgendwie Stunden unterwegs gewesen und nur die Putzfrau hat gegrüßt. Ne? Das waren 50 Minuten. Mehr Zeit hatte ich nicht, aber oder das Haus ist nur 4000 Quadratmeter groß. Die konnten sich nicht verstecken. Die schaffen das trotzdem. Die tun so wie kleine Kinder, als ob sie den Onkel nicht sehen. Ne? Das war schon gut. Ja, das ist immer das Gleiche, wenn du Kinder hast. Ne? Irgendwann kommen die in eine Phase, wo sie sich die Augen zuhalten und sagen, du siehst mich nicht. So. Aber gerade dazu noch, da ist mir auch einmal dann extrem kurz vorm Rausgehen aufgefallen, wie unangenehm das ist, wenn man von hinten angesprochen wird. Es kam tatsächlich einer im vollen Gang und so ohne guten Tag kann ich Ihnen helfen. Ich bin richtig zusammengezuckt, ne? Nur einfach nochmal, um das hier in der Runde rauszuposaunen. Das kommt richtig, richtig schlecht an beim Gegenüber, auch wenn man wenn man selbst manchmal diese Unsitte vielleicht an den Tag gelegt hat, ne? Ja, klasse. Und wenn man es an sich selber merkt, dann merkt man auch, was da passiert mit dem Kunden. Klasse. Wir haben noch Zeit für eine kleine Gewohnheit. Thomas? Ja. Hier ist der Thomas. Ich sollte dich noch kurz an das Thema Nachfassen erinnern. Ah, okay, ja. Ja. 5 Minuten haben wir noch, oder? Erkläre ich euch kurz, wie ich das mache, wenn es, ich nehme an, das interessiert auch andere. Ihr habt, oder also die gesamte Forschung sagt, Menschen entscheiden sich für eine Aktion innerhalb von 72 Stunden nach dem Impuls oder gar nicht. Also danach wird gar nicht entscheidend zur Voreinstellung. So, das heißt, wir müssen uns, wenn die Kunden tatsächlich rausgehen, müssen wir relativ zügig, und zwar innerhalb von 72 Stunden, den nächsten Impuls geben, das heißt nachfragen. Selber die eigenen Sachen hinterher zu telefonieren, funktioniert dabei sehr, sehr schlecht. Weil der Kunde ja gerade gesagt hat, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Und wenn wir jetzt anrufen und sagen, ja, hier ist der Thomas und ich habe Sie ja schön beraten und können sich jetzt entscheiden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde sagt, nee, noch immer nicht, relativ hoch. Also jeder, der mal selbst hinterher telefoniert hat, der weiß, wie das ist. Das heißt, nach Telefonieren sollte man
von einem anderen machen lassen. Und jetzt sagt, alter Witt, du hast es nicht kapiert. Ich habe nicht einen Stab von lauter netten Vanessas und Damias und Marions, die sich um meine Sachen kümmern. Dann bin ich da völlig bei euch. Ich habe das schon vor 20 Jahren gemacht, als ich den Stab noch nicht hatte. Und zwar haben wir immer über Kreuz nachtelefoniert. Jürgen für mich und ich für Jürgen. Das war ein anderes Geschäft, aber Möbelhandel sieht das folgendermaßen aus. Hallo, guten Tag, mein Name ist Witt von Möbel Schnutzlipu. Guten Tag, da sagen die schon mal, ja, guten Tag, sind verwirrt, ist nicht der dran, den Sie kennen. Es geht direkt weiter. Sie haben sich ja gestern beraten lassen von unserem Herrn Thomas. Wie waren Sie mit der Beratung denn zufrieden? Dann sagen die Leute immer und sofort ja. So, das wird dein Kollege sein, aber in dem Moment, wo der nachfragt, wie waren Sie mit der Beratung von Herrn Thomas? Ja, ich möchte jetzt auch ein Cappuccino trinken. Aber ich dachte, das wäre Darth Vader. Ich auch. Wir trinken den Cappuccino in 5 Minuten. Also, die Nummer funktioniert folgendermaßen. Derjenige, der da anruft, das ist höchstwahrscheinlich dein Kollege oder deine Kollegin, aber allein durch die Frage, wie hat der Kollege denn seinen Job gemacht, entsteht im Kopf des Kunden der Eindruck, dass er oder die Chefin. Ja, nee, das hat der Herr Thomas super gemacht. Also ganz tolle Beratung. Und dann kommt direkt übergangslos, ja, der Herr Thomas, also war auch sehr angetan von ihm. Er hat ihm ja einen Tagespreis gemacht, der beruht auf einem Kontingent, was unser Einkaufsverband verhandelt hat. Und der hat sich jetzt sehr für Sie stark gemacht, dass ich Ihnen den Preis halten soll. Ich soll Ihnen den Preis halten. Auch das positioniert den, der anruft als Chef. Also er hat sich sehr bei mir für Sie stark gemacht, dass ich Ihnen diesen Tagespreis halten soll. Wie lange brauchen Sie denn noch, um eine Entscheidung zu treffen? So, und wenn man das Spiel spielt, was total emotionsfrei möglich ist, wenn man von anderen anruft, 7 von 10 Leuten sagen, ja, tut mir leid, richten Sie dem Herrn Thomas aus, das wird nichts oder ich habe woanders gekauft, aber der war wirklich nett. Einer von 10 sagt, oh, wissen Sie, ich habe es ihm ja schon gesagt, ich muss noch bis Montag warten. Dann sagt man, alles klar, ich notiere mir hier, bis Montag halten wir den Preis, machen sich keine Sorgen. Wenn aus irgendeinem Grund wir den Preis nicht halten können, rufe ich Sie auf jeden Fall nochmal an und gebe Ihnen eine Chance. Da bedanken die sich. Da bedanken die sich dafür, dass man Ihnen den nächsten Anruf ankündigt. Und einer sagt, ja, okay, jetzt, also ich könnte Samstag reinkommen, meinen Sie, bis Samstag geht das noch, dann ist meine Frau wieder da. Und dann sagt man, alles klar, komm Samstag rein. Wann soll ich denn dem Herrn Thomas sagen, dass Sie vorbeikommen? Die Nummer funktioniert saugut. Geht sehr, sehr schnell. Also wenn ihr es mitgestoppt hättet, ohne Erklärung, geht das in unter einer Minute durch. Das gesamte Gespräch. Und ich hab hunderte, wenn nicht über 1000 von diesen Telefonaten geführt. Immer nach dem gleichen Schema, immer zack, durch. Könnt ihr euch vorher aufschreiben oder in mein Skript. Manchmal sagen die Leute, oh, das passt gerade. Ich habe gerade überhaupt keine Zeit. Dann sage ich, macht nichts, dauert nicht lang und macht direkt weiter. Und es ist ja so, es dauert ja nur 40 Sekunden. Also das ist die harte Nummer, aber das ist die Nummer, die funktioniert. Aber diese Schematik, Entschuldigung, Sebastian hier, diese Schematik funktioniert aber auch nur bei Häusern mit entsprechender Größe, wo derjenige den Chef nicht kennt. Ich sage mal, bei uns jetzt Familienunternehmen, davon Sebastian, 3,5 Mann im Verkauf, Sebastian, hast du ein Problem. Sebastian, denk nicht darüber nach, was nicht funktioniert. Nee. Darüber haben wir gesprochen. Wir reden nie darüber. Du musst mir auch nicht erzählen, was nicht funktioniert, denn ich glaube es dir. Worüber du nachdenken kannst, ist, wie du diese Sache für dein Unternehmen anpasst. Aber über alles andere reden wir in dieser Runde und in diesem Club nicht. Und ihr könnt jederzeit mit mir darüber reden, wie ihr diese Sachen für euch anpassen könnt, aber nicht darüber, warum das nicht bei euch geht. Warum nicht? Weil ich auf Mallorca sitze, die Sonne scheint. Es ist 8 Uhr und ich gehe mir jetzt mal den ersten Kaffee irgendwo holen, wenn irgendwer aufpasst. Also, ich wünsche euch einen starken Tag.
Ja, bei Planen als Ziel, Leute, die einen Plan als Ziel haben, nicht durch. Ich stelle gleich oder ich schicke gleich diese Diskette rum und nochmal den Artikel und viel Spaß bei der Umsetzung. Ich würde empfehlen, dass jeder sich 3 kleine Gewohnheiten vornimmt. Warum 3? Weil es relativ easy ist und wenn man 3 Sachen ändern kann. Eine private, eine sportliche und eine in der Arbeit. Kleine Gewohnheit und ein klarer Anker, klarer Auslöser und dann verändert ihr nächste Woche systematisch euer Verhalten. Also, viel Spaß dabei. Wir hören uns spätestens nächste Woche oder nächste Woche schon mal in der Sprechstunde. Ja, der 100% Club lebt und ist gut unterwegs. Euch allen viel Spaß dabei. Ciao, ciao. Okay, ciao. Ciao. Schönen Urlaub noch. Tschüss.